In diesem Vortrag geht es um das Lernen mit anderen beim Lernen mit Medien. Wenn wir uns Computerräume anschauen, dann sehen wir hier einzelne Menschen, die vor einem Computer sitzen. Und das Lernen mit dem Computer scheint eine Aktivität zu sein, die im Grunde der Einzelne in der Interaktion mit dem Computer ausführt. Wir sehen aber doch auch viele Szenarien, die eine Kooperation vorsehen, die ein Zusammenarbeiten vorsehen, die eine irgendwie geartete gemeinsame Aktivität vorsieht. Und insofern möchte ich in diesem Kapitel deutlich machen, dass das Lernen mit dem Computer nicht unbedingt ein selbstgesteuertes Lernen ist, was man alleine vollzieht, sondern was durchaus auch in sozialen Konstellationen organisiert werden kann und damit sozusagen auch auf grundlegende Formen zurückgreift, wie wir sie im pädagogischen Kontext auch kennen und erwarten. Wir können von diesem Schema ausgehen und danach unterscheiden wir autodidaktisches Lernen, bei dem ich ganz alleine mich mit einem Thema auseinandersetze, mich mit Medien fortbilde. Wir können betreutes Lernen unterscheiden, bei dem mir eine Instanz hilft, eine Einrichtung hilft oder eben auch Tutoren oder Lehrpersonen. Und wir können soziales Lernen unterscheiden, bei dem ich mit anderen zusammen bin, bei denen andere zugegen sind, während ich lerne. Der Begriff soziales Lernen, der kann sich auf ganz unterschiedliche Dinge beziehen. Also zum Beispiel auf das Erlernen von Sozialverhalten, wenn es darum geht, Rollenübernahme zu trainieren, Gesprächsführung zu erlernen, Empathie, Respekt und so weiter. Es kann sich um eine bestimmte didaktische Methode handeln, wie etwa das kooperative Lernen, bei dem die Lernenden zusammenarbeiten an einer Thematik. Es kann auch um ein technisches Werkzeug gehen, wo wir mit einem bestimmten Tool uns austauschen und zusammenarbeiten. Oder aber es kann ganz einfach um das Lernen in Gegenwart bzw. mit anderen Personen gehen. Also es geht dabei nochmal ganz konkret um die Gegenwart. Das muss nicht unbedingt sein, dass ich mit den Personen etwas zusammen tue, an etwas arbeite, sondern um die Gegenwart der anderen Personen. Also zum Beispiel in einem Hörsaal. Ne? Da sitze ich neben anderen Personen, aber ich arbeite ja nicht unbedingt aktiv mit diesen Personen. Und so der Begriff des sozialen Lernens, wie wir ihn jetzt im Folgenden diskutieren, bezieht sich eben genau auf diesen letzten Punkt. Die Frage, was bedeutet eigentlich die pure Anwesenheit von anderen auf das Lernen? Und wir werden sehen, dass das ein durchaus wichtiger Aspekt ist, den wir beim mediengestützten Lernen betrachten sollen. Warum soziales Lernen? Da gibt es also ganz unterschiedliche Begründungen und unterschiedliche auch Argumentationen. Der eine Punkt wäre, es geht um multiple Perspektiven. Es geht darum, die Sichten von anderen kennenzulernen, neue inhaltliche Perspektiven kennenzulernen. Der zweite Punkt wäre die soziale Einbettung. Wir wissen, dass durch die Anwesenheit von anderen die Motivation der Lernenden stärker aufrechterhalten bleibt. Es fällt ihnen leichter durchzuhalten und in Gesprächen mit anderen wird Wissen expliziert, ausgedrückt, formuliert oder rekonstruiert. Das ist auch eine wichtige Ressource, wenn ich lerne. Ich weiß, dass das Wiedergeben von Wissen, dass die Aufgabe, Wissen anderen zu vermitteln, dass das alles Settings sind, die dazu beitragen, dass ich besser lernen kann. In dem sozialen Kontext, im sozialen Vergleich, werden eigene Wissenslücken deutlicher. Ich kann auch im Gespräch mit anderen lernen, mich angemessen zu artikulieren, mich in andere hineinzuversetzen. Und dieses Diagramm soll deutlich machen, welche Bedeutung
das Fehlen von so einem sozialen Rahmen auf das Lernen haben kann. Hier eine ganz alte Grafik von der Fernuniversität aus dem Jahr 1988. Da sehen wir mal das Problem des Dropouts, des Abbruchs. Von 1900 Studierenden, die sich angemeldet haben zu einem Kurs, haben am Ende 269 das Examen, also die Prüfung, begonnen und 179 haben die Prüfung bestanden. Also wir sehen eine sehr, sehr hohe Dropout-Rate, die für das Fernstudium nicht untypisch ist, die für das traditionelle Fernstudium nicht untypisch ist. Und jeder, der mal versucht hat, sich Spanisch mit einem Buch selbst beizubringen, mit einer Kassette, mit einem Audiomaterial, der weiß, wie schwierig es ist, selbstgesteuert, ohne die Einbettung in einen sozialen Raum, sich konsequent eine bestimmte Sache anzueignen. Also diese Abbruchquote, die beschäftigt die Mediendidaktik sehr. Wir haben die Abbruchquote heute auch im Kontext der Massive Open Online Courses. Und dort wird eben diskutiert, wie können in diesen großen Online-Kursen diese hohen Abbruchquoten reduziert werden oder wie müssen wir damit umgehen? Wie können wir sie interpretieren und durch welche Maßnahmen können wir sie möglicherweise auch abmildern? Hier nochmal die Problematik. Im Fernstudium haben wir eine traditionelle hohe Abbruchrate. Wir wissen auch nicht immer, was sind die Erwartungen der Lernenden. Die sind oft unklar. Wir wissen gar nicht, wie viel Prozent von denen wollten denn tatsächlich die Prüfung bestehen. Vielleicht wollten sie nur das Material. Vielleicht wollten sie nur Teile des Wissens erwerben. Wir haben allerdings eben auch das grundlegende Problem, dass wenig Rückkopplung besteht in einer solchen, ja, nicht sozial eingebetteten Lehr-Lern-Situation. Die Lernenden bleiben untereinander recht anonym. Also es findet im Grunde keine Einbindung in einen sozialen Raum statt. Und ja, das, was wir Sozialisation in der Hochschule nennen würden, kann so nur schwer stattfinden. Wir wollen das nochmal grundsätzlicher aufzeigen. Wir haben also auf der einen Seite beim individualisierten Lernen die großen Vorteile, aber auch Forderungen nach Selbststeuerung. Die Lernenden können das Tempo selbst steuern, sie können Ort und Zeit wählen und sie können vielleicht auch die Inhalte wählen und auch didaktische Methoden wählen, die ihnen am besten passen. Und dann haben wir das kooperative Lernen, das vom informellen Austausch, wo man sich über einfach Alltägliches austauscht und teilnimmt am anderen, über das Arbeiten an Aufgaben, an Kollaboration, bis hin zu einer Kooperation, wo man sich auch gemeinsam Ziele setzt und Ziele verfolgt. Und dieses, ja, dieses soziale Element, das hat halt viele positive Effekte und diese positiven Effekte sind mehrfach in der empirischen Lernforschung auch aufgezeigt worden. Also, es wirkt sich aus auf Lernverhalten, auf die Ergebnisse, auf Motivation, Selbstwert und das soziale Verhalten im Ganzen. Und eine nicht unwichtige Funktion, das wäre ein Tutor, eine Tutorin, eine Betreuung, eine Begleitung in diesem Prozess. Auch hier wieder der Gedanke. Ja, ist er notwendig? Ist sie notwendig? Welche Leistung bringt diese Funktion des Tutors mit ein? Wie muss die gestaltet sein, damit dieses selbstgesteuerte Lernen, dass das soziale Lernen tatsächlich gut unterstützt wird? Nochmal, das Lernen in Gruppen, es ist aufwendig, es ist vielfach unbeliebt und hat auch, ja, hat oftmals auch eine Basis von schlechten Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber wenn Sie als Lehrperson in einem Kontext vorschlagen, wir machen eine Gruppenarbeit, stoßen Sie nicht unbedingt auf Begeisterung. Es kann sein, dass die Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben und das Ganze eigentlich einfach nur aufwendig finden und nicht unbedingt davon überzeugt sind, dass sie davon profitieren. Also hier eine ganz nette Auflistung von Gegenargumenten,
die mehr oder weniger explizit oder implizit gegen Gruppenarbeit vorgebracht wird. Also nochmal, wir müssen uns klar machen, dass diese soziale Einbindung durch Gruppenarbeit nicht immer unbedingt positiv ist und auch nicht immer unbedingt automatisch zu positiven Lernerfolgen führt. Sie können zu positiven Lernerfolgen führen, müssen aber eben doch sehr genau gestaltet werden, an das didaktische Design angepasst werden. Und beim Online-Lernen haben wir die gleiche Situation wie in einer traditionellen Face-to-Face-Situation. Sie ist aber noch verschärft, einfach deswegen, weil das Verstecken noch besser funktioniert. Ja, wir sprechen von Lurkern, die sich im Grunde genommen ja verstecken können, weil sie haben auch das Gefühl, sie sind gar nicht unbedingt unmittelbarer Teil der Gruppe und des Geschehens und nehmen insofern gar nicht wirklich teil. Sie sind auch mental, geistig, emotional, sozial nicht wirklich eingebunden durch diese entfernte Online-Situation. Also würde bedeuten, wir müssen da uns auch genau überlegen, wie können wir diese soziale Situation im Online-Raum denn auch tatsächlich schaffen. Sie merken, es gibt viele Hürden, die wir hier haben und mit denen wir rechnen müssen und für das wir im didaktischen Design auch tatsächlich eine Antwort finden müssen. Fassen wir nochmal zusammen. Das Lehrziel wäre, dass wir letztlich auch Fertigkeiten erwerben in der netzgeschützten, in der Online-Kommunikation und Kooperation. Aber das darf kein Selbstzweck sein. Die soziale Bindung ist wichtig und ist vorteilhaft, denn dadurch wird die Lernumgebung attraktiv. Man geht gerne rein, man schaut sich gerne die Dinge an. Und wir wissen, durch so eine soziale Einbettung wird auch die Intensität des Lernverhaltens besser und höher. Die Gruppe ist, dieser Zusammenhalt der Gruppe ist vorteilhaft. Oder auch da wieder müssten wir sagen, sie kann vorteilhaft sein, weil unterschiedliche Erfahrungshintergründe, Perspektiven, Kompetenzen eingebracht werden können. Und jetzt kommt eben der fettgedruckte Passus, die Voraussetzung. Also diese Vorteile entstehen nicht von selbst, nicht dadurch, dass die Lehrperson sagt oder der Online-Tutor sagt, jetzt machen wir mal Kleingruppen, sondern wir müssen das wirklich klug einbetten und einführen. Also wichtig sind hier gemeinsame Anlässe, gemeinsame Aktivitäten, Erlebnisse, ja, ein gemeinsames, verbindendes Schicksal sozusagen. Wir brauchen ein bestimmtes Klima, ja, ein Gruppenklima, was positiv ist. Und auch die Selbstreflexion muss angeregt werden. Wie arbeiten wir zusammen? Arbeiten wir gut? Der Tutor, die Tutorin muss das sozusagen einführen und vormachen. Und eben halt die Teilnehmenden müssen den Vorteil der Gruppe auch wirklich erleben können. Also das muss nicht einfach nur proklamiert werden, sondern die müssen merken, das ist eigentlich doch ganz cool und ganz interessant, wenn wir uns hier austauschen. Wenn wir uns die technischen Varianten anschauen, dann unterscheiden wir synchrone und asynchrone Varianten. Also Varianten, bei der die Kommunikationspartner gleichzeitig anwesend sind oder nicht und eben ob sie am gleichen Ort oder an verschiedenen Orten anwesend sind. Bei den asynchronen Varianten haben wir viele Vorteile. Wir haben die freie Wahl von Zeit und Raum und die synchronen Varianten sind im Grunde genommen sowohl für die Lehrenden wie auch für die Lernenden aufwendiger und insofern müssen wir bei den synchronen Varianten schon eher den Nutzen begründen. Wir müssen also sagen, warum wollen wir das? Welchen Nutzen erhoffen wir uns davon? Und jetzt schauen wir uns die synchronen Varianten an. Ja, hier ein Bild aus besseren Zeiten. Face to face, eine Magie der Situation, können wir sagen. Eine Situation, die uns berühren kann, die uns nahe geht. Die Face-to-Face-Situation wollen wir und werden wir auch in der Mediendidaktik immer als eine besondere Situation betrachten. Aber wir wollen sie eben halt auch ergänzen und auch zusätzlich erweitern durch ja, Online-Varianten, durch digitale, internetgestützte Varianten. Und
Da gibt es ganz viele davon. Hier finden wir eine Variante, wo Seminarräume zusammengeschlossen werden, wo man länderübergreifend zum Beispiel Seminare organisieren kann, wo man standortübergreifend eben Vorlesungen organisieren kann. Das wären alles Varianten, die in einem Raum stattfinden, wo ganze eben Klassenräume, Seminarräume oder Hörsäle zusammengeschlossen werden. Hier ein ganz lustiges Bild von einer sehr frühen Version von Skype. Hier auch eine Konferenz, bei der der Begründer des Moodle-Lernmanagementsystems, Martin Dougiamas, anwesend war. Das ist natürlich jetzt die Technologie, die sich hier als wichtig durchgesetzt hat, wie wir einzelne Menschen an entfernten Standorten verbinden können. Wir sehen hier eine Variante, die ganz lustig ist, die sich aber nicht durchgesetzt hat. Second Life, eine Variante, wo ich in einen Raum gehen kann mit einem Avatar. Ich kann mir diesen Avatar auswählen oder ihn gestalten und bewege mich dann in diesem Raum, der, wie man hier sieht, eigentlich einen traditionellen Hörsaal mehr oder weniger gut abbildet. Es ist interessant, dass ich diese Umgebung bislang nicht so durchgesetzt hat, eine solche dreidimensionale Welt, sondern dass wir bei den zweidimensionalen Welten bisher bleiben. Vielleicht auch deswegen, weil im Grunde genommen in dieser dreidimensionalen Welt für uns oftmals gar nicht so viel zusätzliche Information enthalten ist und dass das Navigieren letztlich für uns doch mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Also hier wird man gespannt sein, inwiefern VR-Technologien, Virtual Reality-Technologien nochmal einen neuen Zugang finden. Aber bislang ist das noch nicht im Wirkbetrieb, würde man sagen, sichtbar. Dieses Modell hier von Garrison und anderen gibt uns nochmal eine theoretische Rahmung des Präsenzerlebens. Garrison und anderen. Sie unterscheiden drei Elemente von Präsenz, nämlich die kognitive Präsenz, also inwiefern bin ich geistig anwesend und kann die Dinge nachvollziehen, mitvollziehen, bin intellektuell involviert. Die soziale Präsenz, inwiefern empfinde ich eine Anwesenheit von anderen Menschen, inwiefern habe ich das Gefühl, es sind jetzt andere Menschen da. Ich fühle mich als Teil eines sozialen Gefüges. Und schließlich pädagogische Präsenz. Inwiefern habe ich den Eindruck, dass hier eine pädagogische Unterstützung, Strukturierung, Hilfestellung existiert? Und dieses Modell geht davon aus, dass es wichtig ist, diese drei Elemente zusammenzubringen, um den Lernerfolg in Online-Umgebungen zu sichern. Das muss nicht immer in gleicher Weise vorhanden sein, wie zum Beispiel die Frage, wann und wie ist pädagogische Präsenz wichtig. Aber diese drei Elemente erweisen sich doch als sehr wichtig, um letztlich Lernerfolge und auch Lernintensitäten zu unterstützen. Hier nochmal die technischen Varianten, die ich eben schon mal benannt hatte. Wir haben also hier synchrone Elemente besprochen. Kommen wir jetzt zu asynchronen Varianten, wo die Lernenden und die Lehrenden nicht gleichzeitig, also zeitversetzt, tätig werden. Und ich deutete es bereits an, im Grunde genommen hat diese Variante für den, ich sag mal, Routine-Lehr-Lernbetrieb eigentlich sehr viele Vorteile und wird deswegen auch ja mit am häufigsten genutzt. Also wesentlich häufiger als eigentlich die synchronen Varianten, die eher ja als Add-on-Element, als bestimmte Elemente in einem Blended Learning Arrangement spannend werden können. Asynchrone Varianten schauen wir uns an. Also zum Beispiel unter dem Schlagwort CSCW, CSCL diskutiert. Hier fragt man nach generischen Arbeitsumgebungen für Gruppen, die nicht unbedingt jetzt didaktisch gestaltet sind. Und wie man diese für Lehr-Lernzwecke nutzen kann. Hier eine Anwendung, die wir vor vielen Jahren intensiv genutzt haben, BSCW,
Heute vielleicht MS Teams oder Slack oder andere auch Systeme, mit denen man Dateien tauschen kann, Termine vereinbaren kann, sich besprechen kann. Das sind solche Tools, ja, die wir nutzen, um zusammenzuarbeiten. Aber letztlich auch, wenn wir lehren und lernen, dann teilen wir Dokumente, besprechen wir uns. Und deswegen sind da auch solche Tools natürlich wichtig. Genauso wie Wikis. Hier ein frühes Bild von Google Docs. Eigentlich eine Technologie, die erstmals es möglich machte, wirklich gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten. Und das ist natürlich auch für Gruppenarbeit in der Schule, in der Hochschule und so weiter eine sehr wichtige technische Voraussetzung, damit eben die Teilnehmenden auch tatsächlich gleichzeitig arbeiten können, vielleicht auch mit einer Videokonferenz gleichzeitig dann auch sich austauschen können, diskutieren können. Eine für uns wichtige Theorie in dem Zusammenhang ist die Media Synchronicity Theorie, die beschreibt, unter welchen Bedingungen es vorteilhaft ist, welche Art von Medium auszuwählen. Ist es gut, synchrone Medien auszuwählen oder wann ist es gut, asynchrone Medien auszuwählen? Und die Sache ist eigentlich ganz einfach. Immer dann, wenn ich eine konvergente Informationsverarbeitung habe, bei der eben halt alle Menschen in eine Richtung denken müssten, wenn zum Beispiel eine Entscheidung zu fällen ist, dann brauche ich synchrone Medien. Wenn ich aber im Sinne des Brainstormings arbeite, wenn das auch ja divergent verläuft, wenn also die Teilnehmer in einer Gruppe neue Ideen einbringen, viele Aspekte arbeiten, dann ist es vorteilhaft, ein asynchrones Medium zu wählen. Ja, es gibt dann noch weitere Variablen, ob zum Beispiel die Gruppe recht jung ist oder bereits gut eingearbeitet ist und was für eine Art von Aufgabe es überhaupt ist. Das sind alles Themen, die in dieser Media Synchronicity Theorie diskutiert werden. Und sie hilft uns auch in der didaktischen Gestaltung, ein entsprechendes Arrangement von entsprechenden Technologien zusammenzustellen. Ich will auf ein Thema eingehen, was heute gar nicht, schon gar nicht mehr unter diesem Schlagwort so bekannt ist, aber was in der um die Jahrhundertwende wichtig wurde, nämlich das Schlagwort Web 2.0. Ein neuer Blick auf das Web entstand, was durch eine Reihe von neuen Schlagworten plötzlich aufkam und eine Reihe von neuen Techniken, neuen Plattformen verfügbar machte. Schlicht gesagt ist im Anfang des Internets man so vorgegangen, dass die Internetplattform eigentlich bisher bekannte Dienste übertragen haben auf die Welt des Internets. Man hat Zeitungen im Internet publiziert, man hat Radio ins Internet gebracht und so weiter. Ein Beispiel. Hier eine ganz schön alte Ausgabe, eine ganz schön frühe Seite, bald 20 Jahre alt, von Spiegel Online. Also eine sehr frühe Webseite, eine sehr frühe Art der Darstellung. Man könnte sagen, diese Webseite kopiert im Grunde genommen das Printmedium im Internet. Und mit Web 2.0, mit dieser Bewegung, kam plötzlich die Erkenntnis, dass das Internet auch ganz andere Möglichkeiten bietet, eben gerade auch dieser sozialen Vernetzung. Also 10 Jahre später dann fing es an, dass die Webseiten anders aussahen, andere Funktionalitäten beinhalteten. Ich konnte mich registrieren auf Spiegel Online. Ich konnte über einen RSS-Feed die Informationen beziehen. Ich konnte Kommentare hinterlassen und lesen und auch teilen. Oder ein anderes Beispiel.
Rezensionen bei Amazon. Man erkannte, dass eine Plattform, eine Verkaufsplattform eben gerade durch Empfehlungen und Rezensionen besonders wertvoll wurde. Also gar nicht unbedingt nur der Verkauf selbst, sondern das, was die User hinterlassen haben, ist möglicherweise ein wichtiger Beitrag, ein wichtiger Wert einer Plattform. Also Web 1.0, könnte man sagen, war ein Ort, um Informationen einzustellen, bereitzustellen durch Autoren. Und dann erkannte man, dass ein besonderer Wert dadurch entstehen kann, dass die Nutzenden selbst Content bereitstellen und sich austauschen, dass also soziale Orte im Internet entstehen. Und hier einmal eine auch frühe Karte von solchen sozialen Plattformen. Da sehen wir, diese Welt der Plattform ist enorm dynamisch. Also manche Plattformen, die uns heute selbstverständlich sind oder die uns früher selbstverständlich sind, gibt es heute nicht mehr. Und Plattformen, die heute da sind, wird es vielleicht in 5 oder 10 Jahren so auch nicht mehr geben. Also eine sehr große Dynamik hat eingesetzt in dem Bereich und hat also ganz neuartige Anwendungen und Plattformen im Internet hervorgebracht. Ja, hier die Vernetzung von Menschen, die zeigt, wie man Dinge auch sichtbar machen kann, wie die Dinge alle zusammenhängen. Und Konnektivismus ist eben halt ein Schlagwort, ein auch theoretischer Ansatz, der deutlich machen möchte, dass jetzt eben hier nicht mehr nur der Mensch lernt, sondern dass das Netz in seiner Vernetzung durch die Aktivitäten der Lernenden Wissen generiert und regeneriert. Ich möchte auf einen Unterschied eingehen, der in diesem Zusammenhang wichtig ist. Wir kennen den Begriff der Gruppe, der sozialen Gruppe aus der Sozialpsychologie. Und entsprechend gibt es auch die Lerngruppe. Sie sehen hier, die Lerngruppe ist begrenzt. Sie hat eine definierte Anzahl von Menschen, die ich auch kenne. Und mit diesen Plattformen sind plötzlich Gemeinschaften aufgekommen und der Begriff der Lerngemeinschaft tauchte auf. Was ist damit gemeint? Nun, auf diesen Plattformen sind nicht mehr nur Lerngruppen aktiv, sondern es sind ganze Gemeinschaften, die sich austauschen, die sich untereinander Ratschläge geben, ihr Wissen bereitstellen. Die sind offen und haben auch eine gewisse Unverbindlichkeit. Ich kann beitreten, kann auch wieder das verlassen. Und das Spannende ist, dass diese weltumspannend sein können und auch, ja, auch sehr viel Dynamik erzeugen können und dass das im Internet auch eine spezifische Möglichkeit bietet. Communities, Communities of Practice, Communities of Learning, das sind die Schlagworte, die uns im Internet begegnen und die auch andere Formen und andere auch Prinzipien des Lernens in einem sozialen Kontext aufzeigen, die aber anders funktionieren als Lerngruppen. Also ein interessantes soziologisches Phänomen, hier sich zu überlegen, was sind eigentlich die Merkmale von einer sozialen Gruppe oder einer sozialen Gemeinschaft. Kommen wir nochmal auf dieses Schema zurück. Wir haben jetzt über das soziale Lernen in seinen ganzen verschiedenen Facetten gesprochen. Und ich möchte aber auch auf ein weiteres Thema noch in dem Zusammenhang eingehen, nämlich auf die Betreuung, die auch in solchen Plattformen, also auch in Plattformen, bei denen Menschen im Austausch untereinander lernen, Bedeutung haben können. Bei der Betreuung unterscheiden wir zwischen einer Inhaltsebene und der Beziehungsebene. Und die Frage steht jeweils im Raum, wie gestalte ich diese Betreuung? Wie gestalte ich das in einem virtuellen Raum? Natürlich, ich kann ganz auf Betreuung verzichten. Ich kann das ganz reduzieren auf Basisbetreuung, ne? Technik, Organisation. Wie komme ich auf die Plattform? Ich habe mein Passwort vergessen, etc. Oder aber ich kann eben halt auch eine inhaltliche Unterstützung beim Lernen bieten.
Oder aber ich kann auch ja den Beziehungsaspekt betrachten, dass ich also zum Beispiel die Gruppenarbeit organisiere, dass ich Gruppen unterstütze, dass ich den Austausch moderiere, dass ich also so versuche, die zwischenmenschliche Interaktion zu unterstützen. Und hier möchte ich das nochmal aufzeigen, diese vier möglichen Bereiche einer Betreuung, die wir bei einem Lernarrangement vorsehen können, technische, organisatorische hatte ich erwähnt, und dann aber eben halt diese inhaltliche und die ja eher persönliche soziale Betreuung. Und wenn man das auf diese beiden Kerndimensionen nochmal reduziert, dann kann man eben sagen, ganz nach den Überlegungen aus der Sozialpsychologie, dass eine Betreuung, die sowohl die Inhalts- als auch die Beziehungsebene anspricht, man als ideal unterstützend für den Lernprozess einordnen kann. Und insofern wäre das das Ideal, aber in der Praxis finden wir durchaus auch andere Lösungen, bei denen eben halt eher solche Modelle gefahren werden, bei denen eben nur Teile davon realisiert werden. Wenn wir über die Gestaltung der Betreuung sprechen, müssen wir uns überlegen, welche Art von Kommunikation streben wir an sich an? Wie viel Betreuung können wir reinstecken? Wie wollen wir das vielleicht auch arbeitsteilig realisieren? Wer macht was? Wie können wir die Personen bekommen, gewinnen, die da tätig werden? Skaliert das Ganze am Ende? Wie kann ich das auch standardisieren? Ja, der eine ist vielleicht sehr ausführlich in seinen Feedbacks und in seiner Unterstützung, der andere ist weniger intensiv dabei. Was haben wir für Standards dabei? Wie können wir dieses Personal schulen? Das sind ja nicht unbedingt Lehrpersonen im eigentlichen Sinne, sondern die haben oftmals eigene Aufgaben. Und insofern müssen wir hier auch gewisserweise Leitlinien definieren. Was erwarten wir? Wie stellen wir uns das vor als Einrichtung? Wie organisieren wir diese, ja, Qualitätssicherung auch? Schließlich möchte ich auch auf das informelle Lernen eingehen und die Frage, wie kann Teilen von Wissen stattfinden? Das kann in virtuellen Communities stattfinden, also in Communities, in denen soziales Lernen stattfindet, wo der Austausch von Wissen von Peer-to-Peer stattfindet. Informelles Lernen würden wir das nennen. Aber das kann eben halt auch in anderen Formen stattfinden, in Arbeitszusammenhängen oder im Zusammenhang auch des Austauschs bei bestimmten Didaktisierungen. Und es kann eben halt auch an verschiedenen Orten stattfinden, dieses informelle, beiläufige Lernen. Aber eben gerade in diesen virtuellen Communities, die ich dargestellt habe, da würden wir das eben als informelles Lernen einordnen. Sie erinnern sich, es gibt neben dem informellen Lernen auch das nonformale Lernen, das eben eine organisierte Bildungsaktivität ist und eine formale Bildung, die auf einen Abschluss und organisiert stattfindet. Und hier finden Sie das Schema, bei dem wir hier nochmal einordnen können, diese unterschiedlichen Varianten des selbstgesteuerten Lernens, des Lernens im Austausch, also eines sozialen Lernens und eben eines tutoriell betreuten Lernens. Und hier auch nochmal ein Rahmenmodell zum Teilen von Wissen, wo wir deutlich machen, dass dieses soziale Lernen mit unterschiedlichen theoretischen Modellen auch hinterlegt werden kann. Also wir können das Lernen hier im Sinne eines behavioristischen Modells auf der Grundlage eines Verstärkungsmechanismus erklären. Wir können das im Sinne eines sozialpsychologischen Modells einer antizipierten Reziprozität, also einer Wechselseitigkeit erklären, als gruppendynamischen Prozess oder, wenn er dann über längere Zeit andauert, auch als Akkumulation sozialen Kapitals. Also, Sie sehen,
von der Technik angefangen, wie wir diesen sozialen Austausch organisieren können, über synchrone, asynchrone Medien, über verschiedene Varianten, wie wir das organisieren können und betreuen können, stehen uns auch eine Reihe von theoretischen Ansätzen zur Verfügung, die uns helfen, besser zu verstehen, wie wir diese soziale Dimension des Lernens im Internet gestalten können.